Es wird berichtet, ein Mann fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam: Was meinst du, wenn ich die vorgeschriebenen Gebete verrichte, im Ramadan faste, das Erlaubte gestatte und das Verbotene untersage und darüber hinaus nichts mehr hinzufüge, werde ich dann in den Paradiesgarten eintreten? Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja. Aus dieser Überlieferung kann man entnehmen, dass bereits die reine Erfüllung der Pflichten, ohne darüber hinaus noch mehr zu tun, genügt, um ins Paradies einzutreten. Jedoch darf es nicht sein, dass wir diesen Hadith benutzen, damit wir uns auf ein absolutes Minimum begrenzen. Zum einen sollten wir als Muslime immer das Beste anstreben und in unserer Dienerschaft gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala versuchen, stets besser zu werden, wie es auch die Sahaba radiallahu anhum taten. Und zum anderen bewegt man sich mit dieser Einstellung auf sehr, sehr dünnem Eis. Wir sind fehlerhaft und schwach, was uns unsere Unzulänglichkeit erkennen lassen muss. Zu denken, dass man es tatsächlich schafft, dass all seine Pflichten von Allah angenommen werden, ist eine sehr vage Annahme, um nicht zu sagen, dass es wohl kaum möglich sein wird. Daher sollten wir weitere wünschenswerte und schöne Handlungen, die über den Rahmen der Pflichten hinausgehen, niemals vernachlässigen. Sie im Gegenteil sogar zu einem festen Bestandteil unseres Lebens machen. In einer Überlieferung bei At-Tirmidhi heißt es, dass das Gebet das erste ist, nachdem wir am jüngsten Tag befragt werden. Wenn die Gebete mangelhaft sein sollten, wird Allah subhanahu wa ta'ala nach weiteren freiwilligen Gebeten fragen, um die Pflichtgebete des Dieners damit zu vervollständigen. Diese Überlieferung allein sollte schon genügen, damit wir ein Bewusstsein für das Praktizieren von freiwilligen und wünschenswerten Handlungen entwickeln. Aber es ist nicht nur die Abhängigkeit zu freiwilligen Handlungen, die uns dazu anspornen sollte, mehr zu tun, als wir vielleicht müssen. Dies wird in einem Hadith Qudsi verdeutlicht. Von Abu Huraira radiallahu anhu wird berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah, der Erhabene, hat gesagt, wer einen mir Nahestehenden kränkt, dem habe ich den Krieg erklärt. Mein Knecht nähert sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe als das, was ich ihm als Pflicht auferlegte. Es gibt keine Handlung, die wichtiger sind als die Pflichthandlungen. Es wäre also nicht richtig, wenn man an besonderen Tagen im Jahr, an denen es empfohlen ist, freiwillig zu fasten, dem Ramadan aber, in dem das Fasten zur Pflicht erklärt wurde, nicht nachkommt. Genauso darf es nicht sein, dass wir freiwillige Gebete vollziehen, wohingegen wir noch nicht einmal die 5 täglichen Pflichtgebete einhalten. Aber der Hadith lernt mehr als das, denn weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala darin: Mein Knecht fährt fort, sich mir durch nicht vorgeschriebene Werke zu nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Ohr, mit dem er hört, sein Auge, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er zupackt, sein Fuß, mit dem er geht. Wenn er mich um etwas bittet, werde ich es ihm gewähren. Und wenn er mich um Schutz bittet, werde ich ihm Zuflucht geben. Subhanallah, es sind die freiwilligen Taten, die einem die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala sichern können. Jene, die man theoretisch unterlassen könnte, ohne dass man dafür von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft wird. Wenn wir uns bei Allah subhanahu wa ta'ala beliebt machen möchten, dann kommen wir nicht drum herum, auch viele freiwillige Taten zu vollziehen. Die Nähe, die wir zu Allah erhalten und die Liebe, die uns von ihm zuteil wird, sollte dafür mehr als genug Motivation sein. Wenn Allah uns liebt, dann bedeutet dies nämlich für uns, dass wir in das Paradies eintreten werden. Braucht es etwa einen größeren Ansporn als diesen, um freiwillige Handlungen zu vollziehen? Als wäre dies nicht bereits genug, sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns in dieser Überlieferung außerdem seinen Schutz und seine Unterstützung zu. Dies steht allen zu, die ihre Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala erfüllen und darüber hinaus versuchen, sich ihm subhanahu wa ta'ala mit freiwilligen Taten immer weiter anzunähern. Es gibt unzählige freiwillige Handlungen, die wir für Allah subhanahu wa ta'ala durchführen können. Ob es nun das Verrichten freiwilliger Gebete, das Fasten an Tagen, an denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu fasten pflegte und es uns empfahl, das freiwillige Spenden oder das Sprechen
von Segenswünschen auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese und viele weitere Handlungen haben ihre Wichtigkeit. Doch noch wichtiger für uns ist, dass wir mit einer Handlung beginnen und sie kontinuierlich praktizieren, sodass sie zu einem festen Bestandteil unserer Persönlichkeit wird. Wir sollen große Ziele und Visionen haben, aber aller Anfang ist schwer. Lasst uns klein anfangen, aber das Ziel haben, Großes zu erreichen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die beliebtesten Taten bei Allah sind solche, die regelmäßig verrichtet werden, und seien sie noch so gering.